Die erste Lesung hat im Januar 2012 stattgefunden. Das war eine ganz spontane Aktion. Und dann reihten sich irgendwann andere Lesungen ein. Es gibt eigentlich keinen Abend, an den ich mich negativ erinnere. Es hat immer funktioniert. Wir hätten ja im Gemeindehaus der Kirche einen Saal mieten können, aber es sollte eben doch ein bisschen intimer sein. Der Literarische Salon ist eine Erfindung von Navid Kermani und mir. Der wird in Essen veranstaltet, im Schauspiel Essen, beziehungsweise teilweise auch in einer Buchhandlung, der Buchhandlung Proust. Das geht jetzt schon 3-4 Jahre. Und wir bringen Weltliteratur nach Essen. Das heißt, wir haben zum einen wichtige deutschsprachige Autoren, wir haben aber dann eben auch Vertreter der Weltliteratur aus dem Iran, aus den Vereinigten Staaten, aus Afrika und dergleichen mehr. Ja, ich sitze hier in dem Sessel, in dem sonst eigentlich die Autoren sitzen, denn ich veranstalte Wohnzimmerlesungen, das jetzt schon im 3. Jahr. Ich neige immer dazu, Leuten, die mir nahestehen, etwas zu empfehlen, was mich begeistert hat. Und dann habe ich eben gedacht, vielleicht kann man die Menschen auch von Michael Starke begeistern und von der Anna Netzer. Deshalb wollte ich das hier mal ausprobieren. Sonst ja, ansonsten war das eine spontane Idee. Meine Frau hat das ja schon vorhin gesagt. Und wir haben also nicht die Vorstellung, dass das jetzt hier also regelmäßig stattfinden sollte oder sowas, sondern das machen wir von Fall zu Fall. Der Gast präsentiert sich mit einem Buch und mit einem sogenannten Fremdtext. Das sind in der Regel Texte, die die Gäste sehr stark beeinflusst haben oder beeindruckt haben in ihrem eigenen Schaffen. Ja, und dann ist meistens ein lockeres Zusammensein dann erstmal mit, um 20 Uhr beginnen wir dann mit der Lesung, meist mit der Vorstellung des Autors und dann übergebe ich und die Lesezeit bzw. die Erzählzeit, das überlasse ich jedem, aber vielleicht auch ein bisschen mehr über die Recherche seines Buches erzählen will. Das Ganze beruht sehr stark auf der Spontaneität des Gesprächs, das sich so entwickelt. Wir haben eigentlich kein Konzept oder keine Erkenntnisabsicht oder etwas, was wir jetzt da rauskriegen wollen. Uns interessiert in der Regel schon diese Kinderfrage, die wir alle an Dichter stellen. Wie machst du das eigentlich? Warum machst du das? Und dann werden die drei Künstler hier sich niederlassen, uns etwas vortragen. Hinterher gibt es dann, wenn das beendet ist, ein bisschen was zu essen und man kann diskutieren. Es gibt eine Pause, es gibt was zu essen. Das heißt, der Saloncharakter ergibt sich auch dadurch, dass in der Pause auch die Besucher des Salons untereinander reden. Das ist eigentlich ein Jugendtraum. Ich habe ja immer sehr viel gelesen und vor allen Dingen die Romantiker haben mich sehr interessiert. Die haben das gemacht und das hat mich als Jugendliche wahnsinnig begeistert und das schlummerte in mir. Und irgendwann habe ich dann zugebissen. Da hat sich das dann so ergeben. Ich bin bei Facebook über ein Posting einer Dame gestolpert, die eben ganz begeistert von ihrer Wohnzimmerlesung erzählte und ich dann in meinem Profil im Grunde einfach nur kommentiert habe, wow, sowas würde ich auch gerne mal machen. Und daraufhin sich eben die Autorin, die auch die erste Lesung bei mir gemacht hat, meldete und sagte, da wäre ich gerne dabei. Ich mache ja viel mit Kinder- und Jugendbüchern, dadurch habe ich viel Kontakt zu Kinder- und Jugendbuchautoren. Die meisten Lesungen waren bislang auch immer aus Jugendbüchern oder sogenannten All-Age-Titeln. In der Tat ist das ein persönliches Projekt von uns beiden. Auch die Einladungen, die wir aussprechen, entsprechen unseren persönlichen Vorlieben und Idiosynkrasien. Es gibt große Dichter, die wir nicht einladen würden. Es gibt auch Personen, die nicht so bekannt sind, von denen wir das Gefühl haben, die müssten mal bekannt werden.
irgendwie, ich freue mich natürlich, wenn vorher so ein bisschen Kontakt auch mit dem Autor da ist, weil man dann auch so ein bisschen spürt, kann das passen oder nicht. Weil das ist ja schon eine sehr private Atmosphäre, hier zu sitzen, sag ich mal. Wir mein linkisches Auftreten mit großer Belustigung beobachteten. Die hübschere der beiden beugte sich zu der anderen und sagte so laut, dass alle sie hören konnten, der Landjunge ist nicht gewohnt, Schuhe zu tragen. Was nicht geht. Was glaubst, kommt dann auch auf den Autor an. Also ich glaube, man könnte vermutlich auch eine Lesung über ein Kochbuch machen. Man muss nur wissen, wie, denke ich. Es gibt Dichter und Schriftsteller, die sind so hermetisch, dass sie eigentlich nichts von sich preisgeben und ist dann oft sehr zäh und peinlich. Die suchen wir uns nicht aus. Wir haben noch keinen gehabt, den wir nicht kannten, der dann sich so als solcher entpuppt hat. Also ich glaube, dass es sehr schön ist für die Gäste, mal so nah an einem Auto zu sein, auch mit ihm ins Gespräch zu kommen. Denn ich sag mal, sobald man nicht so private Wände hat, wie jetzt zum Beispiel in einer Buchhandlung oder so, ist es ein unheimlich distanziertes Geschehen. Und hier ist halt dann wirklich im Vorab schon, dass man mit dem Autor oder der Autorin reden kann und im Nachhinein, sie erzählen auch vielleicht ein bisschen freier auch mal aus dem Verlagsleben oder wie die Recherche für ein Buch vorgeht. Also ich glaube, das macht es so spannend und auch besonders und anders. Das ist also eine sehr gute Gelegenheit und das hoffe ich eigentlich hier für uns im privaten Rahmen auch hinzukriegen, dass wir diesen Meinungsaustausch mal in den Vordergrund bringen. Was unseren Salon unterscheidet, ist, dass ja keine Fragen gestellt werden. Das Publikum ist rezeptiv, es hört zu, es kann mitgehen, es raunt auch oder es lacht oder es hat auch mal ein Kopfschütteln. Aber es ist ihm nicht erlaubt, Fragen zu stellen. Wir betreiben hier eine altmodische und aussterbende Form. Ich bin ziemlich sicher, dass das irgendwie sich radikal ändern muss oder irgendwie nicht oder eben aufhört. Und das würde ich für sehr bedauerlich halten. Aber ich fange jetzt nicht an, auf jüngere Leute zu schimpfen, die nicht zu uns kommen. Für die muss man das dann vielleicht anders machen. Aber auch Anachronismen zu pflegen, kann ja sehr gut sein. Mir ist aufgefallen, dass es mittlerweile relativ viele Wohnzimmerlesungen gibt. Man muss natürlich dann so ein bisschen gucken, wenn es zu inflationär wird, ob das dann überhaupt noch diesen Reiz ausmacht. An sich finde ich das Format sehr schön, weil es eben mal wirklich was ganz anderes ist. Und ich denke mir immer, etwas, was anders ist, hat auch immer Zukunft. Also, dass man das, dass man also solche privaten Zusammenkünfte organisiert, das könnte ein Ergebnis dieses Versuchs, den wir machen wollen, sein, dass die Leute nach Hause gehen und sagen, oh, das machen wir jetzt auch mal mit unseren Bekannten. Und dann hätten wir eigentlich das erreicht, was wir uns vorgestellt hatten.